Hey ho, heute reichen wir diesen Orientierungspunkt vom Radweg T4. Das ist der Name des Radweges, ein, der in der Feldmark zwischen Herzberg und Scharzfeld positioniert ist. Er ist notwendig, damit man hier die richtige Abzweigung findet. Sollte unbedingt ein Waypoint werden, damit Spieler angeregt werden, sich draußen in der Natur, in der Feldmark zu bewegen, zwischen den Ortschaften hin und her zu wandern, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist also von daher eine wichtige Geschichte. Ich habe hier dann natürlich auch wieder den Scanner abgefilmt, damit man sehen kann, wo das ist. Auf Maps kann man es vielleicht noch ein bisschen besser erkennen. Ich habe neulich eine Einreichung gemacht wegen der Fahrradwegbrücke über die B27. Das soll hier ein bisschen weitergehen und dann insgesamt eine Tour nach Scharzfeld und auch weiter bilden, wo man auch Missionen für Ingress erstellen kann. Und ich habe natürlich auch wieder, wie man hier im Video sehen kann, ein 360-Grad-Foto erstellt, damit Menschen sich hier direkt orientieren können. Es gibt hier freie Grünstreifen, eine freie Wiesenfläche. Da kann man also super auch zu mehreren langfristig stehen. Der gesamte Bereich ist für den Autoverkehr gesperrt. Es gibt hier nur landwirtschaftlichen Verkehr und wenn man einen Trecker sehen will, muss man schon Glück haben. Also es ist alles ganz sicher. Ich filme wie immer, wie ich eine Perspektive suche und dann bearbeiten wir da gemeinsam ein Frame, um die Einreichung im Scanner ebenfalls durchzuführen. Das Ganze ist also auch ein Tutorial für andere Spieler, die so etwas einreichen wollen. Und jetzt gucken wir mal, wie es heute bei dem Wetter geht und ob der Ton vom Winde verweht wird. Geradeaus, wo man nicht lang fahren sollte, sieht man hinten eine große Scheune. Das ist aber ein Orientierungspunkt, der auf Maps helfen kann, das genau zu verorten. Und hier kommt jetzt eine Brücke ins Bild mit zwei großen Bäumen über den Hexgraben. Das ist ein Gewässer, das auf Maps eingetragen ist. Ebenfalls eine Orientierungshilfe. Da sollte man mit dem Fahrrad weiterfahren. Und hier kommt man quasi an zu diesem Wegpunkt. Und wir haben gerade über eine grüne Wiese geschwenkt, wo man super stehen kann. Der Vorteil von diesem Radweg ist, wenn man hier lang fährt und nicht über die alte Straße, dann vermeidet man Berge. Man ist viel bequemer unterwegs und daher wahrscheinlich auch schneller in Scharzfeld oder am Südharz entlang. Und wir holen uns hier jetzt eine schöne Perspektive, wo wir dann einen Frame exportieren wollen. So, hoffentlich machen uns Wind und Regen keinen Strich durch die Rechnung. Wir sehen hier den Film, den ich gerade aufgenommen habe. Den wollen wir bearbeiten und einen Frame exportieren. Ich bin in der normalen Kamera-App meines Pixel 4 XL. Da kann man dann also schön an das Ende fahren, wo wir uns eine Perspektive gesucht haben. Sieht noch verkrisselt aus, ist aber unschädlich, wenn der Frame exportiert ist. Dann haben wir da ein schönes Foto, das wir aufbereiten wollen. Hier ist das Bild und das wollen wir ebenfalls bearbeiten. Klicken da unten auf die Strichlein. Lassen uns hier hinten mehr anzeigen, weil dann werden uns verschiedene Programme angezeigt. Ich verwende gerne Snapseed, das geht total easy, damit was zu machen. Wir bearbeiten das händisch komplett, damit man das beobachten und gucken kann. Ich habe gerade Drama ausgewählt. Hier gehe ich dann mit der Sättigung nach oben. Wir haben dramatische Wolken. Ich hoffe, dass es hier nicht gleich regnet. Das wäre für mich noch die zusätzliche Katastrophe. Das sieht soweit ganz gut aus. Wir wollen dann zu diesem schönen dramatischen Bild natürlich noch ein ganz klein bisschen die Feinabstimmung vornehmen. Das heißt, wir gehen hier auf die Spitzlichter. Damit kann man nämlich das Weiß des Schildes schön rausholen. Und wir machen dann hinten wegen der Wolken die Schatten wieder minimal nach unten. Und ein bisschen Wärme, weil wir Herbst haben, können wir ausprobieren. Nicht zu viel. Das ist sonst zu aufdringlich. So lassen wir das. Gehen wir hier auf OK, haben wir ein tolles Bild. Und ich verwende immer quadratische Bilder. Deswegen machen wir da ein schönes Quadrat raus, zentrieren das schön. Und damit hätten wir ein tolles, ansprechendes Waypoint-Foto. Dieser Waypoint ist zur Orientierung, damit man den Weg findet, wichtig und sollte dann da auch zur Entstehung gelangen. Wir gehen hier jetzt auf Fertig und wollen dann nämlich hier in den Scanner wechseln, weil wir die Einreichung hier natürlich auch komplett durchziehen. Ihr seht im Hintergrund von dieser Aufnahme, ich bin am Standort, um die Einreichung zu machen. Deswegen gehen wir hier auf Portal einreichen
Und dann gucken wir, wie das hier platziert ist auf der Karte. Wir sind auch ganz genau hier auf dem Grünstreifen. Man sieht die Grünflächen, auf denen man stehen und spielen kann. Wir gehen hier auf Bestätigen, wählen ein vorhandenes Foto. Wir haben ja gerade eins hergestellt aus dem Snapseed-Ordner. Und mit dem machen wir dann direkt weiter. Das Umgebungsfoto nehme ich immer aus dem Scanner heraus auf, damit die Geodaten des Bildes mit zu Niantic geschickt werden. Die können dann nämlich dann direkt sehen, oh, der ist an dem Ort, da ist alles sicher und das ist eine redliche und seriöse Einreichung. Ich mache dafür die Kamera, mit der ich gerade aufnehme, aus, weil die würde sonst einfrieren. Ich schalte die aber später wieder an, keine Panik. So, machen wir die weg, dann bin ich nämlich da, dann machen wir hier Foto aufnehmen. Jetzt schaltet sich die andere Kamera zu. Und ich gehe hier ein bisschen weg. Es ist ja nur so ein Beweisfoto, damit man da gucken kann, dass da Grünflächen dabei sind und dass man hier sicher stehen und spielen kann. Da drüben sieht man eine weitere Wiese, auf der man unterwegs sein kann. Wir machen das Ganze ein bisschen heller, damit der Prüfer das besser sehen kann. Und hier kann man astrein unterwegs sein. Kein Autoverkehr, höchstens landwirtschaftlicher Verkehr. Es ist alles sicher. So, Umgebung haben wir gezeigt. Wir gehen dann auch weiter. Ich gehe mal wieder zurück. Und dann haben wir hier T4 nach Schatzfeld. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da gehe ich mal auf OK. Jetzt schalte ich mal die Kamera wieder ein. Wir können, weil das ist ja ein bisschen langweilig, wenn man da nichts sieht. Ne? Aber die Kamera wieder dabei. Da bringe ich das wieder in den Hintergrund. Gehen hier auf Weiter. Und das hier, Orientierungspunkt auf dem Radweg T4 zwischen Herzberg und Schatzfeld. Ui, Schatzfeld. Leichte und sichere Strecke. Für die Leute, die das Portal vielleicht mit der Drohne besuchen und sich die Beschreibung durchlesen, die wissen so, ah, hier kann ich super geil unterwegs sein. Da will ich mal hin und mir das genau anschauen. Dann gehen wir hier nämlich auf Weiter und haben dann hier das Portal. Es ist richtig verordnet. Wir gehen auf Bestätigen. Radweg ist Kriterium auf Wayfarer. Keine. Schreibt man sich groß. Keine Autos. Ja. Gesperrter. Gesperrt. Punkt. Was brauchen wir denn da noch? Radfähiges Kriterium auf Wayfarer. Keine Autos da gesperrt. Dann machen wir erst wieder Großbuchstaben. Alles sicher, Ausrufezeichen, verbindet Ortschaften und Spieler miteinander. Jetzt hat es doch noch angefangen zu regnen. Dann haben wir hier bitte Street View. Oh, das wollte er nicht. Street View und URL. Machen wir Großbuchstaben, will er nicht. Ja, jetzt macht das. Beachten. Doppelpunkt, hier füge ich die URL zu dem YouTube-Video ein. Tippen wir auf OK, gehen auf Senden und hoffen, dass es dann auch direkt weg ist, damit ich dann nämlich das Outro drehen kann. Es wird nämlich auch frisch durch den Regen. Yes, Baby, da haben wir fertig. Jetzt machen wir da mal alles komplett. Ist ein Orientierungspunkt für Radfahrer, damit man hier sicher über die Feldmarkt, über die Dörfer kommt. Ist von daher ein, als Radweg Kriterium auf Wayfarer, ist ein wichtiger Orientierungspunkt. Also sollte auf jeden Fall ein Waypoint werden, damit man sicher ankommt. Ich sage einfach mal, teilt das Video in den sozialen Netzwerken für Leute, die das interessiert, wie man da vernünftig einen Waypoint einreichen kann, dass man diese Dinge einreichen kann und sollte. Das ist gerade in einem ländlichen Bereich wichtig, weil man damit dann die Leute anregt, draußen in der Natur unterwegs zu sein, um da halt da diese bestimmten Dinge halt zu entdecken, die Luft überhaupt unterwegs zu sein, sportliche Aktivitäten zu haben, halte ich für ziemlich gut.
und das bringt Menschen auch zueinander. Kommentiert bitte mal, wenn ihr das Video seht, mit dem Hashtag Wayfinder unter dem Video. Damit würdet ihr mir einen großen Gefallen tun und lasst mir ein Abo da. Und ich sage allen nur viel Erfolg mit euren Einreichungen. Wir sehen uns im nächsten Video.